Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Starbound. Bei Starbound, genau. Mit Waldi 84, 19. Genau. Ja, ja, das fällt mir immer ein bisschen schwer. So, ich beam mich auch mal runter. Du bist in der letzten Folge schon auf dem Planeten gelandet. Somit haben deine Zuschauer das schon gesehen. Meine sehen es jetzt erst. Oder vielleicht haben sie bei dir reingeguckt. Okay. Ich höre schon wieder was ballern, also ist Waldi irgendwo so, hier. Und dann lernst du mal, das ist gar kein Planet. Das ist ja fantastisch. Das ist hier nur so eine Plattform. Okay. Die ist hier auch wieder zu Ende. Und was sollen wir hier tun? E drücken. Wir drücken beide E. Oder zum Outpost. Habe ich hier leider nicht. Ich kann zur mysteriösen Ruine fliegen. Oder zur Survivor's Settlement. Ja. Da steht nicht Outpost. Ach, da steht oben drüber Outpost. Ja, halt die Klappe. So, und wir düsen im Sauseschritt und irgendwie sind wir genau an der gleichen Stelle. Wo? Du meinst, da war einer. Man kann ihn nicht töten. Ach, hier ist ein Laden. Hier kann ich was kaufen. Ja, natürlich. Was kann ich denn hier kaufen? Alles Mögliche. Dann gehe ich doch da mal rein. Bandagen. Ja, du kannst aber auch selbst passen. Ich habe aber keine mehr. Dann kauf dir halt Bandagen. Nein, ich weiß ja gar nicht, wie viele... Wo sehe ich denn? Ach, ich habe nur 198. Ja gut, ich bin ja so oft kaputt gegangen. Und jedes Mal 30% weniger, ne? So, was sollen wir da machen? Wir gehen hier mal rein. Mhm. Guck mal durch die Schränke durch. Und probier mal mit allen Leuten zu sprechen. Vor allem die, die so Ausrufezeichen über Kopf haben. Oh, ich spiele gerade hier ein Videospiel. Achso, okay. Papa. Was aber so langweilig ist, dass ich mir das nicht weiter angucken möchte. Terramat gibt's ja auch. Was gibt's da Schönes? Ah, Bottle Water. Okay. Eine Hundehütte kann ich hier kaufen. Hast du hier den hier mit dem hier gesprochen? Mit wem hier? Welcher? Die so ein Ausrufezeichen über den Kopf hat. Nö. Da komme ich immer auf diesen scheiß Automaten. Ja, wenn du daneben klickst. Achso, ich muss direkt auf die Leute klicken. Equipment. Ja klar, ich möchte immer besseres Equipment. So. Ich weiß gar nicht, was ich hier richtig machen soll. Steht da doch. Okay. Du sollst dir einen guten Coffee-Table bringen. Ist ja jetzt ein Fragezeichen über ihrem Kopf. Ja, ich habe ein Quest Complete. Ja, sehr schön. Dann sprich sie doch nochmal an. Der hätte noch ein Ausrufezeichen. Ja, ich accept das und... Ach, jetzt hätte ich lesen sollen, was da stand, ne? Naja. Ja. Ah, hier kann ich... Ach, ich gehe mal zum Two-Stop-Teleshop. Okay. Da kriege ich gar nichts hier, scheiß Laden. Kackladen hier. QVC oder was? Oh. Ah, da ist Waldi. Da basteln sie an irgendwas rum. Ja. Ist ja schon vorbei. Ach, ist schon wieder vorbei. Ja gut, dann können wir wieder gehen, ne? Ne, oben im ersten ja, G, glaube ich, war noch was. Ja, ja. Na klar. Ach, mein Name steht da, ne? Ne, ich sehe dich nicht. Geh mal weiter nach links. Bist du auf der Toilette? Ach, da gehörst du auch hin. So. Ah, herrlich. Das muss doch mal sein, nach 5 Wochen
nach 5 Wochen nicht schön aufs Klo gehen zu können. Ist das eine feine Sache. Kann ich mir auch die Hände waschen hier, wie man das so macht? Mit der gezogenen Waffe. So, was kann ich hier machen? Triple Lampe. Ich spreche pauschal nicht mit Affen. Ach, mit dem... wo ist denn hier ein Affe? Der Professor da. Nö, der sagt nicht zu mir, der Affe. Du hast ihn wahrscheinlich befragt, deswegen sagt er nichts mehr. Hier oben, der möchte noch was wissen, was sagen. Ja, ist ja gut hier. Komm, was willst du, Opa? Sag. Vielleicht dich über den Haufen. Quest complete. Exakt. Und das war's. Ich habe nur was akzeptiert. Ja, wie gesagt, ich mache immer den Fehler, ich knick das immer weg und lese gar nicht durch. Ja. Das ist nicht schlimm, das kannst du ja später noch mal nachlesen. Genau. So. Können wir jetzt hier wieder raus? Hier ist ja ziemlich nichts los. Hier unten sind noch ganz viele. Da vorne ist auch einer mit Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Und dann liest ihr jetzt auch mal durch, was sie von dir wollen. Ich habe mich hingesetzt. Was? Schokolade? Ja. Kauf dir doch selber welche, du blöde Foot. Die gibt's doch hier in dem Express, oder? Sehe ich da keine Schokolade? Soda? Schokolade. So, ich kaufe jetzt eine Schokolade. Okay, bye. So, und dann gebe ich dieser blöden Schlampe jetzt ihre Schokolade. Und dann ist er auch zufrieden damit. Yeah, Quest complete. Danke. So. So, dann sind hier noch ganz viele, die hier Quests haben. Ja, das ist ja auch schön, aber hier können wir auch jederzeit wieder hin, oder? Was will denn hier das Püppchen? Alles Mögliche. Eine Cool Jacket. Ich die Scheiße denn schon wieder in dem Teleshop? Nee. Ach, muss Mensch. Ich alles kaufen? Ich habe keine coole Jacket. Wüsste ich jedenfalls nicht, oder? Nein, dann wird, wenn ich das bei mir im Inventar hätte, würde das Fragezeichen. Genau. So, und da ich nichts im Inventar hab. Leute, was wollt ihr denn alle? Ich habe auch einen Cake hier. Ja, machen wir mal einen Cake. Was will der hier? Nein, das habe ich noch nicht gelernt. So, was wollte der? Cool Jacket, wo kriege ich den Scheiß denn? Im Infinity Express doch nicht, oder? War ich doch eben schon mal. Kriege ich da ein Cool Jacket? Natürlich nicht. Da kann ich alles kaufen. Manches muss man auch selbst machen. Ach, hier ist ja noch der Terra-Markt. Aber ich meine, da war gar nichts zu kriegen. Bottle Water. Milk and Toast and Honey. Ein Pet-Haus hier. Ja. Für den Köter, das kann ich denen geben. Das will natürlich keine Sau haben. So ein Cool Jacket, so ein Rotz müsste so eigentlich im Teleshop kriegen. Ja, da gibt's gar nichts. Was krieg ich bei dir hier? Ach, halt die Klappe. Ja, ich glaube, das war's dann auch schon hier. Ach, irgend so eine Bitch wollte doch noch einen Cookie haben, den krieg ich doch vorne in dem Laden. Nein? Ich will keinen Bookmark hier machen, ey. Cookie! Nein. Ach, ihr könnt nicht.
Dann wirst du ja zum Bastelwastel. Ist ja schon klar, dass das richtig schlecht war, oder? Ja, das war richtig schlecht. Aber da bin ich prädestiniert für. So, da kriege ich Schokolade, kriege ich da, aber das will keine Sau haben. Also ja, eine wollte das haben. Ja, genau. Was gibt's denn da oben im Shop noch? Da muss ich mal hin. Wo ist denn hier die beknackte Leiter? 5000 Meter weiter weg? Ach, da. Design. Was hat denn der Frock? Achso, das ist nur Möbel, ne, oben. Ach ja. Was will die Tola hier? Was? Scheiße, ich kann hier gar keine abknallen. So. Der wird nichts Sinnvolles hier haben. Ja, muss ich doch. Oh, da falle ich runter. Ach, da kann ich gar nicht rübergehen, hier über 7 Brücken. So. Wo ist denn der Waldi? Ich bin hier am... Ach, Lecko. Ja, mal im Eim runter hier. Ach, das sind automatische Türen. Jetzt habe ich das verstanden. Da doch eh nichts machen. Wie kriege ich denn ja. Also ich finde, wir können diesen Planeten guten Gewissens wieder verlassen. Ja, da können wir diese komische Welt hier jetzt verlassen. Ich finde, wir sollten jetzt erstmal die Diamanten suchen. Diamanten? Ja, die brauchen wir doch. Ja. Und daher würde ich sagen, wo bist du? Okay, ich stehe hier in dem Tor. Ja! So. Und dann drücken wir mal auf E. Return to Gate. So, und hier können wir uns jetzt eigentlich zum Raumschiff zurückbeamen, richtig? Ja. Dann würde ich sagen, mache ich das mal. Mach das mal. So, Waldi, da sind wir wieder. Und dann wollen wir mal weiterfliegen, wa? Auf welchem Planet würdest du denn gerne? Ich würde sagen, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem wir eben waren.
markiert. Nein, davor meine ich. So. Wollen wir mal nach Quadratres 3 fliegen oder waren wir da schon? Weiß ich nicht. Von mir aus. Nein, dann nehmen wir Quadratres, nehmen wir hier. Nehmen wir den kleinen hier. Quadratres 1. So, da schauen wir mal. Und dann fliegen wir da mal hin. Ich hoffe, da waren wir noch nicht. Oh, weil die baut die ersten Kisten. Genau. So, ich komme auch nach hinten. Wow, das geht so schnell. Guck mal, jetzt hat mich voll an die Wand geklatscht hier. Zwei neue Sachen hier gebaut. Das ist sehr schön. Hast du schon eine Pizza im Ofen? Das, ja, ich habe meine ganzen wie heißt es jetzt? Ja, wie heißt es denn? Ob du mir das sagen könntest. Ich beame mich mal runter und gucke mir schon mal den Planeten an und hoffe, wir waren da noch nicht. Wir packen hier mal ein paar Sachen rein. Ja, hätten wir machen können. Ich komme vielleicht gleich nochmal hoch. Ja. Mein Inventar ist voll. Ja, meins auch. Oh, hier waren wir definitiv noch nicht. Ich komme nochmal hoch. So, da ist jetzt immer die Frage, was braucht man noch, ne? Das ist ja immer die Geschichte. Ja. Wir sollten das aber ein bisschen... So. Einsortieren. Ja, dann... Ach, nee. Kannst du nachher mal machen, wenn du Bock drauf hast. Ich hab nicht nach Bock. Oh, das machst du in einer Pause. Wenn unsere verehrten Zuschauer sich diese Langweiligkeit nicht angucken müssen. Das gehört halt mit zum Spiel, ne? Oh, ich hab doch noch Treppen, falls du gefragt hast. Da könntest du da ja Treppen hinbauen. Ich gucke mal, ob ich... Ich habe ein Wooden Gate. Ich habe das. Ah, haha. Da ist eine Tür. Kann ich die da... Ja, so weit weg kannst du nicht bauen. Ach ja, ist ja klar. Ach, scheiß. So, weil die ja gemeckert hat, ich hätte die Tür verschlammt. Na. Und jetzt ist er auch weg. Da ist er. Und da ist sie wieder. Oh, da ist die Tür. Aldi, wir haben wieder eine Tür. Ja. Hast du sie jetzt schon wieder kaputt gemacht? Natürlich nicht. Okay, dann würde ich sagen, hier in diese Kiste packen wir alle Waffen rein, die wir nicht brauchen. Ja, also 20 von diesen Kristallen brauchen wir. Ich lese mir das gerade nochmal durch. Haben wir nicht, das weiß ich. Und Upgrade Power with a Manpower Modul. Das habe ich doch. Nein. Ah. Manipulator Modul brauchen wir dafür noch. Okay. Dann Manipulator Modul? Um irgendwie die Geschwindigkeit zu erhöhen. Ah ja. Wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, was ist denn Manpower? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. So, du hast gesagt, ich soll hier erstmal ein paar Sachen ablegen. Genau. In die Kiste, wo ich gerade stehe. Ja. Waffen. Wo bist du denn da? Wo ist denn deine Kiste? Ich sehe nur dich, Affen, da oben. Das, über mir ist doch wohl die Kiste. Keine Ahnung, komme ich nicht ran. Da musst du hochspringen. Da sollen die Waffen rein. Genau, ist die du dich brauchst. Ist eine Mohrrübe eine Waffe? Jetzt sag nicht nein. Es gibt einen wunderbaren Film. Da ist die Mohrrübe die Waffe. Wie hieß der? Shoot 'em up? Ich glaube. Mhm. Also, ganz Obacht. Hier, mein komisches Pissschwert hätte ich dann auch noch im Angebot. Mehr Waffen habe ich hier, glaube ich, überhaupt nicht. Nee. Nö. Mal Treppen, dann baue ich hier weiter. Wir bauen gleich die Treppen weiter, in der nächsten Folge allerdings erst, weil es tut mir leid. Treppen. Gibt Treppen hier, was denn da für ein Deutsch? Treppen.
dann kannst du dich doch schon mal von unseren ganz, ganz lieben Zuschauern verabschieden. Ja. Und ich gucke mal, dass ich hier irgendwo... Wo kann ich dir den Treppen geben? Verdorite Scheiße. Wie mache ich das? Q. Ah, da ist Treppe. Da sind Wundenplanken. Ich brauche keine Wundenplanks. Ja, keine Ahnung. Das war das, was ich hatte. Mehr habe ich nicht. Ah, oh, das ist eine Wundenplattform. Okay. Ja, ist doch sehr gut. Okay, ich hoffe, Waldi hat sich verabschiedet. Die Chance habe ich ihm ja gegeben. Ich wünsche euch dann auch noch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge bei Starbound. Macht's gut, haut rein und tschüss.